Hallöchen zusammen, willkommen im neuen Video von mir. Ich habe diesen Blog hier, All You Need is Christmas von Craftalia und noch ein paar Stadtteile aus der gleichen Serie. Die habe ich schon seit dem letzten Jahr hier und ja, heute fange ich an, diesen Blog anzufassen, also anzubasteln. Der hat insgesamt 36 Blätter. Einige sind doppelseitig bedruckt mit den gleicheren Motiven. Zum Teil und die anderen 12 sind Blanco oder genau andersrum, eins von beiden. Ich habe das jetzt nicht gezählt. Ich glaube, aber 12 sind doppelseitig bedruckt und die anderen 24 nicht. Ich glaube, so passt das wohl eher. Und ja, ist ein riesengroßer Block, richtig schön schwer. Also viel Papiere. Und ich mache daraus 20 Karten. So, kommen wir zu Karte 1 bis 4. So, da habe ich so meinen neuen Stempelset vom Kreativdepot. Den habe ich geschenkt bekommen. Den finde ich ja total niedlich. Der ist noch original verpackt. Ich habe noch nicht geschafft, es umzuhüllen. Ich benutze ja die Craftalia-Hüllen, aber auch solche anderen Hüllen, wenn die nicht Craftalia-Hüllen. Entschuldigung, wie heißen die denn hier? Ja, die hat irgendwie fast jeder damals benutzt. Genau, Every L. Genau, das sind die 5,5 x 7 3/8 Pockets, 50 Stück. Aber inzwischen sind sie so teuer, dass ich die auch jetzt nicht mehr kaufen werde. Bauchvoll. Okay, dann muss ich dich kurz sauber machen. Einen Moment, wir machen gleich weiter. Ich habe mir da so einen niedlichen Spruch hier rausgesucht. Mega liebe Knuddler. Ich hoffe, ich lese es jetzt richtig ab. Mein Bearbeitungssystem ist relativ klein. Auf meinem Laptop, also auf dem Bildschirm wäre es natürlich ein bisschen größer, aber ja, ich arbeite meistens mit meinem Laptop und deswegen, aber ich glaube, da steht mega liebe Knuddler. Genau, das passt ganz gut zu diesem Motivpapier, wo ja so eine Mütze und ein Pulli und so eine Fäustlinge zu sehen sind. Und allgemein ist dieses rosa gestreifte Papier mein absolutes Favorit aus diesem Blog. Ich glaube, ich habe es auch gar nichts mehr da. Ich müsste gucken, ob ich noch überhaupt noch einen Bogen von habe. Also ja, das war echt mein Ding. Also hat mir total geflasht. Ich mag es total gerne. Ich glaube, es kommt auch fast in jeder Karte drin vor. So, dann habe ich noch so ja, petrolfarbenes Cardstock-Reste mir rausgesucht, was ich dann zu so einem Bannerchen gestanzt habe. Und dann habe ich noch so ein petrolglitzerndes Papier bei mir gefunden. Das sind diese Glitzerblöcke von Action. Oder Woolworth. Ich glaube, mein Mann hat das jetzt bei Woolworth gefunden, aber da steht, glaube ich, Craft Universe drauf, was auch bei Action auch vorhanden ist. Joa, und das passt alles ganz gut zu diesen Pulli, ne? Und Mützchen und Fäustlinge. Ja, man muss immer ein bisschen suchen, bis man passende Karte so gefunden hat, aber dann, wenn man es gefunden hat, freut man sich dann umso mehr. Und ich konnte auch hier sogar ein paar Reste verwenden. Also dieser Streifen war echt so ein kleiner Pups, den ich mir aufbewahrt habe. Was ich eigentlich nicht mehr möchte, diese kleinen Pupsis aufbewahren. Ich muss mich trauen, auch mal so ein bisschen was wegzuschmeißen, weil die Mappen, die quillen ja aus allen Ecken hier. Ich habe ja an meiner Vitrine so, naja, wie soll man das sagen, so eine Hefter zu hängen. Und das sind eigentlich so Prospekthalter gedacht, ne? Und da sind alle meine A4-Hüllen drin. Mit meinen Papierresten A4 und kleiner, selbstverständlich. Und dieses kleinere, ja, das macht das alles ein bisschen, naja, richtig voluminös, die Mappen, ne? Genau, muss man so regelmäßig, glaube ich, mal ein bisschen was aussortieren. Denn nicht aus jedem kleinen Teil kann ich was ausstanzen, denn, ja, man hat so viel. Mal gucken. Ich sage das immer wieder und mache das dann, traue mich das dann doch nicht. Weil ich denke so, ach nee, davon hast du noch ein paar A4-Bögen da. Das kannst du dann noch kombinieren. Und ja, deswegen schaffe ich das nicht. Genau, da leere ich ein bisschen mit den Papierresten, weil mein Rechteck, was so quer aufgeklebt ist, ist ja gemattet. Und das ist ja dann voll der Höhenunterschied. Und genau, vorne bei dem Spitzen oder bei der Fishtail, da fällt es kaum auf, ne? Das steht nur so leicht ab. Da habe ich auch gar keinen Kleber drauf. Das kann ruhig abstehen. Und dann hat die mega liebe Knuddler. Joa, einfach da drauf. Dann habe ich noch ein Nuvodrop passend rausgesucht. Der nennt sich da. Ich hoffe, du kannst es lesen. Mir ist es zu klein. ja, der fand ich auch farblich ganz gut passend. Und dann habe ich da ein paar Drops verteilt und da ein paar Drops. Die anderen Karten sind mit einem anderen Spruch gemacht worden, deswegen sind die Drops woanders. Aber lass dich da nicht irritieren, du machst da deine Drops, wo du das willst. Und dann ist die Karte auch schon fertig.
ging relativ schnell, hat Spaß gemacht, war nicht nervig und ja, da habe ich Hallöchen und dann irgendwie eine Klitzekleinigkeit und auch gute Besserung. Und das sind alle drei Sprüche von, genau, Create a Smile. Die benutze ich auch ganz gerne. Ich mag ja ihre Schriftart sehr, sehr gern. So, da kommen wir auch schon zur Karte 5 bis 8. Da habe ich einen Stempel benutzt von... Oh je. Craft Companions, genau. Das, ja, ich finde auch die Schriftart total schön und ja, musste das benutzen. Habe es auf so einen Vanilleton gestempelt und dann ausgestanzt mit einer Bannerstanze. Habe dann diesen hübschen, wunderschönen Elch genommen oder Hirschi und habe das in Oval ausgestanzt. War, glaube ich, eigentlich ein Tag, aber ich verdecke diesen Bannerchen oder dieses Löchlein da oben. Deswegen fällt es da nicht auf. Dann nehme ich zwei Papiere, klebe sie zusammen, damit sie dann so quer über meinen A6-Aufleger rüberkommen. Und auch der Kartenrolling ist aus diesem cremefarbenen Ton. Das hat allgemein zu diesem Block so ein knalliges Weiß so gut wie gar nicht gepasst. Ich habe immer geschaut, dass ich so entweder so Creme nehme oder so ein Creme-Weiß, was ich hier habe von Papermania, ne? Und dann habe ich noch ein bisschen 12x12 Papier genommen in Creme-Weiß, weil ich gar nicht so viele Kartenrohlinge mehr da hatte. Ich habe sie aber schon bestellt bei Kreativbund. Die sind jetzt auch angekommen inzwischen. Ja, genau. Also bei diesem Block hat die im normalen weißen Cardstock hat mir das jetzt nicht so gut gepasst. Also ich habe immer wieder rangehalten und gedacht, so bei diesem vielleicht ja, bei dem nee und immer wieder, ne? Und ja, so habe ich auch mal ein paar 12x12 Inch Bögen Creme-Papier verbraucht. Ja. So, da habe ich einfach so die Reste weggeschnibbelt. Dann habe ich mir so eine Liniensticker genommen. Die müssen von Idee mit Herz sein. Die sind so ein bisschen gewellt oder so ein bisschen so tröpfchenartig. Und die haben jetzt, ich hoffe, das ist wirklich die von Idee mit Herz. Bin mir da ja auch nicht ganz so sicher. Da habe ich jetzt aber die Reste zum Beispiel nicht so abgeschnibbelt, denn die kleben nicht ganz so gut. Und da muss man das schon etwas größeres Stück drumlegen. Also ich habe das bei diesen auf jeden Fall nicht alle sind so, ne? Aber bei dem war das so, dass ich sie alle umgelegt habe. Und die ich das hatte, eben nur so einen kleinen Stüpsel hatte, der hat sich immer wieder abgelöst bei mir. Das war ein bisschen nervig dann. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Ich habe auch von Gold relativ viel, deswegen ist das nicht ganz so schlimm, wenn ich jetzt so ein bisschen verschwenderisch bin. Das ist jetzt, ja, nicht ganz so arg. Und dann klebe ich das noch alles auf meine Karte drauf. Dann nehme ich jetzt diesmal Flüssigkleber. Ich glaube, in diesem Video bin ich ziemlich hin und her. Mal flüssig, mal Klebeband. So, die Mädels habe ich jetzt mal ins Kinderzimmer geschickt. Man hört sie immer so stark, ne? Ich weiß gar nicht, warum das Mikrofon, das so die Hintergeräusche so extrem aufnimmt. Aber ich bin da auch kein Profi und weiß auch gar nicht, was für ein Mikro ich denn sonst nehmen sollte, der sich nur auf mich fokussiert und nicht auf die Außengeräusche. Ob es überhaupt sowas gibt, weiß ich gar nicht. Ja, das ist dann so, wie das ist. Mal gucken, wie lange das noch so harmonisch abläuft. Die sind ja schon am Streit, ne? Zwischen den beiden ist 1,5 Jahre Unterschied. Und jeder will so seinen Kopf durchsetzen, ne? Bruno kann ja mal ein bisschen mehr nachgeben, aber die beiden, boah, jeder hat so einen Dickkopf. Ja, ja, sehr starke Persönlichkeiten. So, das habe ich jetzt auf, mit 1 mm Foam-Tape erhöht, mein Oval mit dem Spruch da oben. Und dann habe ich zu diesem Pinkton, mein Oval, weiß nicht, woher mein Cardstock ist, diese pinken Glitzersteinchen rausgesucht. Ich finde, das hat total gut harmoniert oder gut gepasst. Und die sind eben von Action. Und die habe ich schon lange nicht mehr nutzen können, weil ich irgendwie nie den passenden Pinkton gefunden habe oder wo es halt eben zusammenpasst. Und hier fand ich, das passt. Das gefällt mir gut. Auch wenn einige ja Pink und mit Weihnachten nicht so gerne zusammen sehen. Ich mag das voll gern. Joa. Süß, war? So, jetzt kommen wir zur Karte 9 bis 12. Da verwende ich auch wieder dieses rosa gestreifte Papier, ne? Dann auch ein paar Stanzteile. Dann habe ich diesen hübschen Kreisstanze. Die sind, glaube ich, von Spellbinders. Ich habe das aber nachgemacht bei Ali gekauft. Die Kreise. Das Original hat ja noch so ein Leerding. Das war jetzt bei meinem Set nicht dabei. Und ich glaube, in dem Zeitpunkt wusste ich das nicht zu 100%. Und wenn dann Shit happens, dann ist das jetzt so. Ich habe geschaut, welcher Spruch in meiner Bannerstanze zusammenpasst. Und es war jetzt dieses hier von Efko.
frohes Fest. Das benutze ich, glaube ich, sowieso ganz häufig, weil es einfach perfekt zu dieser Stanze passt. Ne? Also man kann nicht genug bei einer Stanze haben, denn nicht jeder Stanze passt ganz gut. Und dieses Partizil, oh, ich kann das Wort nicht mal so gut aussprechen, weil ich wahrscheinlich zu schnell. Na, wie auch immer, das mag ich nicht so gerne. Also dieses nochmal neu anlegen, wenn man das verkürzt, das ist nicht so ganz meins. Mal mache ich es, aber das ist jetzt nicht, was mir Spaß macht. So. Frohes Fest, da habe ich jetzt meine kleine, süße, oh Gott, mir fehlen gerade die Worte, Kurbelmaschine rausgeholt, genau, die ist auch von C6, nennt sich Sidekick und die habe ich auch mal bei Kreativbund gekauft gehabt. Gibt es auch in anderen Farben, gibt es auch so in Schwarz, gibt es auch von anderen Firmen, von Craftalia selbst hat eine, dann auch Wesson Creative, also da kann man sich da, wenn man gerade neu anfängt, nochmal ja, neu umgucken. Ne? Die Auswahl ist jetzt viel, viel größer. So, jetzt tue ich mich gerade ein bisschen schwer, die beiden da zusammenzukleben. Irgendwie steht mein Finger voll im Weg. Aber ich muss es ja irgendwie auch zusammenhalten. Jetzt haben wir es aber auch hingekriegt. Genau, klebe ich jetzt mal zusammen die zwei Teile. Das ist, ja, das mache ich am liebsten. Kann das, so gefällt es mir am besten. Und dann kommt dieses Tape hier, dieses Designpapier noch ein bisschen drüber. Um halt eben die Lücke zu füllen sozusagen und noch ein bisschen hellblau mit reinzubringen, damit es nicht ganz alles so rosa ist, weil mein Halbkreis ist ja so cremegelb und leicht blau, hellblau, türkis in die Richtung, das ist ja so ein Verlauf, ne? Und mein Kind auf den Schlitten hat ja auch ein bisschen blau, deswegen wollte ich da blau mit reinbringen auf meinen A6-Aufleger. Jetzt habe ich diese Sticker hier, die sind von eBay, die sind total toll. Die sind außenrum silber und innen drinne durchsichtig mit Glitzer. Also richtig schön. Die habe ich auch in Gold. Und ich habe sie aber auch nie wieder bei eBay gesehen. Also da steht irgendwas, ich glaube in Holland, made in Holland oder so ähnlich. Habe es gerade nicht hier. Habe meinen Tisch gerade aufgeräumt. Das Video habe ich hier, glaube ich, letzte Woche angefangen. Und in der Woche habe ich auch mal ein, zwei Tage geschafft, ein bisschen was zu basteln. Und dann lag es ganz lange hier rum. Und dann hat mich das ein bisschen genervt. Dann habe ich alle Karten eingetütet, wie ich das immer mache, mit Briefumschlag und in so einer Plastikfolie von Action, ne, die mir ja die ich immer gebrauchen kann sozusagen, ne, diese A6-Tütchen. Und dann habe ich alles aufgeräumt, sodass ich ja so freisprechen muss und irgendwie nichts hier, keine Hilfe da habe. Also wie, von wem was ist und blau und blub, ne, das meine ich damit. Dafür ist jetzt mein Schreibtisch ordentlich. Finde ich auch toll. In der Regel lasse ich immer 5 hier. Das sind ja 5 Kartendesigns, die ich gemacht habe, damit ich das angucken kann. Aber auch das habe ich nicht gemacht, weil ich irgendwie voll den Tick hatte und komplett aufräumen wollte. Ja, so würde ich aber heute auf jeden Fall noch mit einem neuen Video starten. Definitiv, weil wenn der Schreibtisch so leer ist, gefegt ist, dann kann man sich ja, das mache ich ja immer so, ne? Ich gehe dann so rum, gucke mir alle Blöcke an, dann vergeude ich fast meistens eine ganze Stunde und dann entscheide ich mich, mit welchen ich dann basteln will, worauf ich Lust habe, dann mache ich das auch. Ich zwinge mich dazu nichts. Und ja, und dann packe ich da alles auf den Tisch, gucke manchmal, ob welcher Cardstock dazu passt. Manchmal mache ich das auch überhaupt nicht und mache das mittendrin. Ja, so mache ich das bei jedem Video, ne? Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich wirklich jeden einzelnen Block raus und angucke, aber hier und da hole ich da was raus, gucke ich da hinten, blätter ich durch, denke mir so, wie schön, vielleicht ein andermal, die hebe ich noch auf oder oh, dich hatte ich schon lange nicht mehr oder von dieser Firma hatte ich schon lange nichts mehr. Dann blätter ich das so durch und entweder es macht Klick oder nicht. Ja, und ich finde das Kind, das lacht so schön fröhlich, ne? So süß. Das ist eine wirklich sehr niedliche und freudige Karte. Dann habe ich hier noch ein paar silberne Glitzersteinchen mir rausgesucht. Die gibt es auch bei Woolworth, Seemann, Kick, Action. Dann kleine Glitzersteinchen. Inzwischen habe ich ja so viele, dass ich in unterschiedlichen Größen sie mir aufkleben kann. Also ne, der eine Bogen ist, hat eben komplett kleine Steinchen. Dieser Bogen hier hat Blümchen und 2 Größen. Und ja, die kommen da einfach so schön drauf. Ne? Mein Pookie-Tool hilft mir dabei, die Glitzersteinchen darauf zu poppen. Und nebenbei sieht er total süß aus. Den habe ich selbst gemacht mit Perlen. Und die biete ich auch in meinem eBay-Shop an. Ich verlinke ihn dir auf jeden Fall mal unten. Und dann ist die Karte fertig. Und dann habe ich noch 3 weitere gemacht. Nach dem gleichen Stil, nur immer andere Motive.
Ja, aber ich glaube, der Schlitten gefällt mir am besten. Ich habe einen Briefumschlag, der ein bisschen zu klein ist, da passt keine Mappe rein. Deswegen würde ich das Papier aus diesem Block, da ist sehr viel drin, ein bisschen was abgeben, damit ich diesen Block auch wieder zurück reinkriege, wo er herkommt. Sonst, ich darf nicht mehr haben, als das hier unten ist. Und deswegen habe ich da ein bisschen ausgedünnt, meinen eigenen Block, und schicke dir was mit, wenn du das möchtest hier, meine Papierreste möchtest. Also eine große Reste, ne? So ein, das sind keine Schnipsel, die ich dir da mitschicke, ne? Sondern das, was du siehst, das kriegst du. Dann schreib mir bitte drunter, ich nehme den Rest, hab bitte eine Adresse in Deutschland und sei über 18. Abonnent musst du nicht sein, aber es wäre schön, wenn du mich abonnieren würdest, würde mich unterstützen, aber ist keine Pflicht. Und ich kommentiere, dass du das dann kriegst, und dann schickst du mir deine Adresse und dann schicke ich dir auch eine schöne Karte noch zu. Ja, genau. Ja, ja, genau, kriegst doch ein Herzchen. So, machen wir weiter mit Karte 13 bis 16. Das sind so eine Fomi, nein, nicht Fomi, das sind so eine 3D-Linien-Sticker, die gibt es bei Idee mit Herz. Und die sind so bronzig, orangelig, und ich dachte, das passt ganz gut zum Kraftpapier. Nicht zu 100% matcht das, aber es geht schon. Und ich habe sie wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr benutzt. Und ich musste sie mal rausholen. Ich habe sie noch in ein paar anderen Farben. Nicht alle sind gewellt. Glaube ich, gewellt habe ich sie nur zweimal. Ansonsten gibt es auch noch super viele andere Farben bei Idee mit Herz. Ja, und die muss mal wieder verwendet werden. Ich habe dann Fröhliche Weihnachten von Joyce und Stempel gestempelt. Der ist auch aus dem letzten Jahr, der Stempel, ne? Also für mich noch relativ neu. Einige hier sind schon deutlich älter. Und das habe ich einfach auf dem Restpapier gestempelt. Also weiß hebe ich wirklich fast alles auf. Da ist meine Mappe auch nie richtig dick. Außer ich mache irgendwie so, weiß ich nicht, so einen Adventskalender und es bleibt total viel übrig. Dann ist das, ist mal auch meine Mappe in weiß mal total fett. Aber das braucht sich immer sehr schnell auf, weil ich ja generell meistens auf weiß stempel, und da brauche ich mal keinen ganzen Bogen, da reicht mal so ein paar Reste aus. Und ich auch viele Stempelsprüche mir auch gerne vorbereite. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den von J.M. Creation, ne, das ist ja so ein Stempel, da sind glaube ich 6 Sprüche und dazu gibt es eine Stanze, und wenn ich das dann mache, dann kann man auch sehr viel, sehr schnell weißen Cardstock auf schnell verballern. Dann ist meine Mappe oder Box mit meinen Stempelsprüchen auch schon gut voll. Aber ich stöbel da immer wieder mal rein. Ich mag das sehr gerne. Zum Beispiel Jennifer McGuire, sie hat da irgendwie so eine Mappe. Das ist so für Fotoalben gedacht. Und da klebt sie so ihre Stempelsprüche rein. Das findet sie halt eben gut, das alles zu sehen, welche Stempelsprüche sie hat, die sie schon vorher gestempelt hat und sich vorbereitet hat. Das wäre jetzt für mich jetzt keine Alternative. Ich bin jetzt wirklich nicht so der Typ, der gerne Ordner rausholt und blättert. Das ist auch mein Problem wahrscheinlich, warum ich nicht so häufig Sticker nehme, auch wenn ich mich dazu zwinge und eigentlich einen total guten, hochwertigen Leitz-Ordner mir gekauft habe für meine Sticker. Der ist wirklich toll, dick und massiv, und ja, aber da muss man sich dran gewöhnen. Auch so mit meinen Stencils, die sind ja auch in so einem Ordner drin, auch vor meiner Nase selbst, und trotzdem denke ich nicht so häufig dran, sie zu verwenden. Dabei finde ich das immer total schön, wenn man zum Beispiel in Karteninnere in eine kleine Ecke so ein bisschen wischt. Das sieht doch so schön aus, aber ich denke da einfach nicht dran. Ja, so, auf den Popo geklatscht, vielleicht beim nächsten Mal, Olga. Ja, also, total easy peasy, ne? Habe ich auch schon mal so gemacht, vor ein paar Jahren bestimmt. Einfach Cardstock, das ist jetzt nicht Cardstock, das ist dieses Papier von Action, dieses dünnere, aber man sieht das ja nicht. Und dann macht das die Karte nicht so schwer. Dann ein bisschen gemattet, ne? Dann Designpapier, was ich jetzt so auch gut fand, was zum Kraftpapier passt. Und einfach dieses 3D-Linien-Sticker. Dann habe ich noch ein Stanzteil, was ich da so in die Ecke packe. Und dann habe ich noch von Spellbinders diese Glitzersteinchen. Ja. Und dann war es das auch. Das wird schon, also ich finde das schon simpel und schlecht, schnell. Schlecht, schnell gemacht, so rum. Genau. Also wenn man auch so wie ich 4 macht, ne, dann bereite ich mir das ja auch so vor, dass ich dann 4-mal mein Motivpapier schneide, 4-mal meistens auch Cardstock oder halt eben Papier. Und
manchmal stempel ich das dann auch gerne viermal, aber dann versuche ich mich ein bisschen so zurückzuhalten, das doch im Video mit aufzunehmen, dass ich stempel und das zurechtschneide. Aber manchmal bin ich dann so im Flow, dann habe ich gar keine Lust, das abzuwarten. Genau. Und dann habe ich halt eben die drei Karten meistens schon gemacht und dann die vierte ist dann auch noch schnell abgefilmt und dann geht das so relativ zügig. Ja, genau. So, und da sind die. Glitzern so ein bisschen, ne? Diese Liniensticker. Oh, wir kommen schon zum letzten Kartenlayout. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der aufwendigste gewesen, aber auch der hat total viel Spaß gemacht. Also das ist meine Karte 17 bis 20 und davon habe ich auch vier gemacht. Das ist einmal Summer Breeze und White Blizzard. Das habe ich auswendig gelernt. Ich kann es immer noch nicht lesen auf dem kleinen Bearbeitungsbild. Aber ja, die Töne, die kenne ich auswendig. So, dann genau, dann haben wir hier von Craft JM Creation diesen Stempel, den ich total gerne benutze, wirklich. Dazu habe ich auch die Bannerstanze und wünsche mir wirklich sehr, 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 dass es noch mehr Stempel gibt für diese Bannerstanze. Ja, mal sehen, ne? Den Osterstempelset habe ich ja immer noch nicht abbekommen. Gibt's gar nicht, ne? Voll krass. Vielleicht kriege ich den auch. So. Dann habe ich hier, das ist 12 mal 3 Inch ungefähr. Da habe ich mir die zwei Ecken abgerundet mit der Größe M. Ne? Ich habe ja SLM mit meinem Corner-Stand-Puncher. Den habe ich schon ewig, den mag ich sehr, sehr gerne. Habe ich auch unten verlinkt, weil der schon so super lange hält. Und das Restding bleibt auch drin, weil unten ist so eine komische Haube da, die das da drin behält. Und dieser Cardstock, da war ja wohl so ein Volltreffer, ne? Das ist irgend so ein Bogen. Ich weiß nicht, woher dieser Cardstock kommt, dieser Mintton. Aber der passt ja so gut zu diesem Block. Ja, da habe ich mich total gefreut. Ich weiß gar nicht, wie ich den gefunden habe. Ich habe mal wieder hier rumgesucht, ne? Das Suchen kostet manchmal mehr Zeit als das Basteln. Ja, und dann habe ich den gefunden. Ich so, boah, cool, dich nehme ich. Ja, und damit matte ich halt eben mein Papier, was halt eben so in der Mitte kommt. Aber nicht ganz so in der Mitte. Ich klebe das linksbündig auf. Ich habe so ein bisschen Angst, wenn sie im Kinderzimmer sind. Da ist ja auch mein PC, womit ich hier arbeite, wenn ich Homeoffice mache. Da habe ich manchmal so ein bisschen Angst, dass sie damit was anstellen. Die machen es auch einfach mal einfach so grundlos an. Das finde ich auch total nervig. Kann auch nicht gut sein für einen PC, wenn du ihn einfach so grundlos anmachst und dann wieder raufdrückst. Ich habe mir das schon angeeignet eigentlich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Bruno hat gestern gezockt, aber hat er bestimmt nicht dran gedacht, immer der Steckleiste, also Stromsteckleiste, da einfach mal es auszuschalten, sodass er nicht angehen kann. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass Bruno das gemacht hat. Hoffen wir mal das Beste. Ansonsten heißt es täglich in die zum Büro fahren, wenn da irgendwas kaputt geht. Ja, ja, nicht so schön. Gerade bei dem Wetter. Aber was auch total schön ist, ne? Ich will gar nichts Negatives sagen. Wir haben Schnee in Berlin. Es sieht total schön aus, ne? Aber es ist halt eben wirklich kalt, so Minusgrade. Und wir alle kennen es. Irgendwie kommt ja die Öffentlichen ja nicht so gut mit Winter zurecht. Und ja, irgendwie passiert da immer irgendwas. Dann ist es schon so kalt, dann kommt der und nicht und der nicht. Und dann kommt beim Bus nicht oder die U-Bahn kommt nur alle 10 Minuten. Wo gibt es denn sowas? Die sind dann dementsprechend total voll, wenn es nur alle 10 Minuten kommt. Und ja, dann ist es schon ganz, ganz, ganz angenehm, wenn man die Möglichkeit hat, ab und ein paar Tage in der Woche dann von Homeoffice aus zu arbeiten. Und ich habe ja alles da, um das zu tun. Deswegen, ja, darf bloß nicht kaputt gehen, der PC. Ja, den nutze ich auch nur fürs Arbeiten. Da ist so eigentlich nichts drauf, ne? Alles ist auf meinem kleinen Laptop. Ja. Jetzt habe ich so viel erzählt. Tut mir voll leid. Also, ne, das ist, wie gesagt, ein bisschen aufwendiger. Ne? Ich habe diesen kleinen Tag hier. Da habe ich mit der Locherstanze, ich komme nicht auf den drauf, von Via Memory Keepers, habe ich schon ewig. Also wirklich, das geht, glaube ich, auch nie kaputt. Hoffentlich. Habe ich da so ein Loch reingepuncht und dann kommt da Foamtape drauf. Ich habe da noch ein bisschen weißen Garn reingesteckt, so ein bisschen auseinandergetüselt, damit es ein bisschen fusselig wird. Und den Streifen hier, der müsste 1 Inch sein. Genau, den umrunde ich mir so mit petrolfarbenen Linienstickern. Die sind von Love from Lizzy. Und ja, dann kommt halt eben mein Tag hin, mein Spruch. Also mein Spruch passt jetzt, ist nicht ganz so getroffen von der Farbe her. Das ist jetzt, glaube ich, von Aquamarine von Stamping Up.
Aber es geht so. Also wenn man das so nebeneinander hält, passt der petrolfarbene Ton nicht so ganz. Aber es ist ja ein gewisser Abstand zwischen dem Tag und dem Spruch. Dann geht es auch wieder, denke ich mir mal. Ich hätte natürlich auch in Schwarz stempeln können. Aber ich musste auch meine anderen Stempelkissen verwenden. Die fühlen sich ja eher so vernachlässigt. Genau. Man kann natürlich auch super mit dem Acrylblock mal dran halten, dann reißt sich das ein bisschen schöner. Ich bin meistens zu voll, den rauszuholen, aber jetzt ist es mir so ein bisschen abgerissen, deswegen habe ich das gemacht. Und ja, lässt sich gut ablösen, bin zufrieden, kann ich nichts Negatives zu diesem Klebeband sagen. Genau, einfach aufgeklebt. Ich glaube, da schneide ich wie immer so ein kleines bisschen Rand ab. So, mein Tee ist schon langsam kalt geworden, aber ich trinke auch super gerne kalten Tee. Ich habe gar kein Problem mit. Ich trinke vom Teekanne italienische Limone. Lecker, lecker. So, ne? Geht doch noch, ne? Fällt ja gar nicht so sehr auf, dass der Ton ein bisschen anders ist. Da habe ich aber ein bisschen gekleckert. Also nehme ich meinen Monoradierer und versuche das so ganz leicht wegzuradieren. Ist natürlich so, dass man nicht nur die Farbe wegradiert, sondern ein bisschen auch vom Kartstock die Oberseite aufschubbert. Aber das ist so minimal, das sieht man nicht so sehr. Sonst hätte ich das, hätte ich mich geärgert, wenn da so ein Klecks von der Stempelfarbe zu sehen ist. Habe ich wahrscheinlich mit der Stempelhilfe zu doll gedrückt. Da wollte jemand mir meine Kaffeetasse an den Tisch bringen und hat vergessen, dass ich filme. Aber hätte ich das nicht erwähnt, wäre es, glaube ich, gar nicht aufgefallen, oder? Schon gut weggeschnitten. Aber nicht komplett. So, gleich kommen die Mäuse, aber wir sind doch schon fast am Ende. Ich zeige dir nochmal alle 20 Karten, ohne dass es ein Schnelldurchlauf ist. Auch wenn es jetzt, finde ich, nicht schon schnell aussieht, aber da ist wirklich nichts drauf. Dann einmal in quer vier Stück. Der Tannenbaum ist auch süß. Dann haben wir die hier, die sind so ein bisschen weniger kindlich als die davor. Auch der Spruch ist so elegant, ne? So, meine absolute Favoritenkarte, weil ich einfach das Designpapier total feier. Das ist total meins. Ja, süß. Dann mir die, ach ja, das Motiv ist auch sehr, sehr schön. Mag ich auch sehr. Ja, und wir sind schon am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Däumchen hoch. Und ja, wenn du magst, sehen wir uns einfach in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, hab eine schöne Vorweihnachtszeit. Ciao.